In diesem Video geht es um das unerklärliche Verschwinden eines ganzen Flugzeugs. Da bin ich jetzt gespannt, was da passiert sein soll. Und das war das letzte Mal, dass wir etwas von dem Piloten und Flug MH370 gehört haben. Miese Recherche, ja? Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, das spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video. Ich küsse euer Herz, ich hoffe, euch geht's gut. Liebe Grüße gehen raus, directly from Mexico. One love. Ich küsse euer Herz. Nochmal. Ja? Wir gehen jetzt in ein neues Video rein. Und zwar heißt das Video Das mysteriöse Verschwinden von Flug MH370. Hat mir jemand in den Discord reingeschickt. Und an der Stelle auch nochmal der Hinweis für alle Leute, die eventuell mal ein Video vorschlagen möchten und sagen, ey, darauf würde ich dich gerne reagieren sehen, dann könnt ihr jetzt unten in der Beschreibung den Link Discord anklicken und auf der linken Seite gibt es einen Kanal, der heißt Videovorschläge und da hätte ich gerne eure Vorschläge, meine lieben Freunde. Also geht da rein, sendet mir eure Vorschläge und wir gehen jetzt rein ins Video Das mysteriöse Verschwinden von Flug MH370. Let's go. In diesem Video geht es um das unerklärliche Verschwinden eines ganzen Flugzeugs. Solltest du mit diesem Thema nicht konfrontiert werden wollen, schalte bitte jetzt ab. Am 8. März 2014, weißt du Bescheid, mein Jutzer, ja? Machte sich eine Boeing 777 am Kuala Lumpur Airport in Malaysia bereit zum Abflug. Der Malaysia Airlines Flug MH370 ist ein täglicher Linienflug zwischen Kuala Lumpur in Malaysia und Peking in China. Um 0.42 Uhr wurde der Flug freigegeben. Okay, ist aber halt nicht jetzt übers Bermuda-Dreieck, ne? Ohne zu ahnen, wie dieser verlaufen würde. An Bord waren der Pilot Zahir Ahmadzan, sein Co-Pilot Farid Abdulhamid sowie 10 weitere Crewmitglieder und 227 Passagiere, also insgesamt 239 Menschen. Nach weniger als einer Stunde Flugzeit fliegt die Maschine bereits über den südchinesischen Meer auf einer Flughöhe von 10.668 Metern. Der Himmel war klar, das Wetter war ruhig, alle. Da bin ich jetzt gespannt, was da passiert sein soll. Oder wie das verifiziert wird, dass das Flugzeug wirklich verschwunden ist. Also da bin ich jetzt wirklich gespannt. Es lief nach Plan. Dann wird der Pilot routinemäßig aufgefordert, sich bei der Luftkontrolle in Ho Chi Minh zu melden, weil das Flugzeug bei vietnamesischen Luftraum betritt. Also verabschiedet sich die Luftkontrolle in Kuala Lumpur routinemäßig von dem Flugzeug. Das hier ist der echte Funkspruch zwischen dem Piloten und der Luftkontrolle in Kuala Lumpur. Okay, krass. Der hat mies recherchiert auf jeden Fall. 370, climb flight level 350. Climb level 350, Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.99. Und das war das letzte Mal, dass wir etwas von dem Piloten und Flug MH370 gehört haben. Denn nur eine Minute und 43 Sekunden später verschwand das Flugzeug auf allen Radaren von Kuala Lumpur, Ho Chi Minh und Peking. Alle weiteren Versuche, das Flugzeug zu kontaktieren, bleiben erfolglos. Das Flugzeug ist scheinbar ohne jede Spur verschwunden. Nachdem das Flugzeug auch bei seiner planmäßigen Landung 4 Stunden später in Peking nicht auftauchte, wird der Flug MH370 offiziell als vermisst gemeldet. Und das war der Beginn der größten und teuersten Suche in der Luftfahrtgeschichte. Das mysteriöse Verschwinden von Flug MH370. Zuerst begann die Suche zwischen dem südchinesischen Meer und dem Golf von Thailand, dort wo das Flugzeug plötzlich von den Radaren verschwunden war. Das Suchgebiet wurde aber dank Informationen vom Militär bald erweitert. Denn im Gegensatz zu der Radartechnik der Flugsicherheit, die die Flugzeuge nur mit mittels von Transpondern, die am Flugzeug selbst sind, orten kann ein Militärluftobjekt nur anhand von Reflexion orten. Und diese Militärradardaten zeigten etwas, womit niemand gerechnet hatte. Kurz nachdem Flug MH370 von allen Radaren verschwunden war, hat das Flugzeug den Kurs gewechselt. Anstatt seiner normalen Route zu... Hat jemand davon schon mal gehört? Kennt jemand diese Geschichte von dem Flug MH370?
Folgen machte das Flugzeug einen kleinen Schwenker nach rechts, gefolgt von einer langen Drehung nach links. Dann ist das Flugzeug wieder zurück Richtung Malaysia geflogen, über die komplette Insel, um dann in der Nähe von der Insel Penang ein weiteres Mal nach rechts zu schwenken. Und in diese Richtung ist das Flugzeug dann weitergeflogen, bis es außerhalb der Reichweite des Radars war. Niemand konnte sich erklären, warum das Flugzeug plötzlich seinen Kurs geändert hatte. In den nächsten Tagen wurde die Straße von Malakka, die Andamanen sowie der Golf von Bengalen von einer internationalen Flotte von Flugzeugen und Schiffen durchsucht, jedoch ohne jede Spur MH370. Währenddessen haben die Ermittler die Satellitenkommunikationsprotokolle des Flugzeugs untersucht. Denn wie alle modernen Flugzeuge hatte auch Flug MH370 ein sogenanntes SATCOM, um mit Satelliten zu kommunizieren. Vor Abflug hatte sich das Flugzeug standardmäßig erfolgreich in das Satellitennetzwerk eingeloggt. Simbala sagt, das ging damals durch die Presse, lange durch die Presse. Krass, okay, heftig. Auch in Deutschland? Dann über den Satelliten eine Verbindung mit einer Bodenstation in Australien hergestellt. Und ab dem Moment hat diese Bodenstation in Australien sämtliche Satellitenkommunikationen mit Flug MH370 aufgezeichnet. Und diese Kommunikationslogs sollten ein wenig Licht in das Mysterium bringen. Denn bisher wusste niemand, wie lange ist das Flugzeug nach dem letzten Kontakt noch weitergeflogen, ist es gelandet oder abgestürzt und was ist im Flugzeug passiert. Natürlich wurde auch direkt... Was geht mit den Menschen, die im Flugzeug waren? Da könnte man doch einfach irgendwie schauen, zum Beispiel, ob, keine Ahnung, sich von den Menschen jemand bei seiner Familie oder so gemeldet hat, oder? Ersten Radarverlust des Flugzeuges direkt versucht und mehrfach versucht, das Flugzeug zu kontaktieren. Und die Satellitenlogs zeigen auch, dass in den letzten Stunden gleich zwei Satellitenanrufe ins Cockpit des Flugzeugs durchgestellt wurden. Es hat aber niemand geantwortet. Ein weiterer merkwürdiger Fund in Satellitendaten war, dass bis zu dem Punkt, wo das Flugzeug auch vom Radar verschwunden war, hat die Satellitenkommunikation einwandfrei funktioniert. Nachdem Flug MH370 aber vom Radar verschwunden war, trennte sich auch aus unbekannten Gründen die Verbindung zum Satelliten. Nur um dann plötzlich 3 Minuten nachdem das Flugzeug außerhalb der Reichweite des militärischen Radars war, wieder eine Verbindung mit dem Satellitennetzwerk herzustellen. Military it out? Und dieses Signal blieb auch stabil, bis es ca. 6 Stunden später verstummte. Nur dieses Mal kehrte das Signal nicht zurück. Das okay, wilde Geschichte auf jeden Fall, Freunde. Neue Theorie wird hier angeschmissen an der Stelle. Miese Recherche, ja. Das war das letzte Signal, was vom Flug MH370 aufgezeichnet wurde. Und der Grund dieses plötzlichen Signalverlustes war laut den Ermittlern der wahrscheinliche Absturz des Flugzeuges aufgrund von Benzinmangel. Dank der Satellitendaten konnten die Ermittler aber feststellen, aus welcher Region dieses letzte Signal stammen könnte. Einem Teil des südlichen Indischen Ozeans. Und so haben wieder unzählige Flugzeuge und Schiffe knapp 4,5 Millionen Quadratkilometer durchsucht. Flug MH370 blieb trotzdem verschollen. Und obwohl sogar der Meeresgrund mit speziellen Robotern und U-Booten nach dem Wrack abgesucht wurde, sollte auch diese Suche vergebens bleiben, bis 16 Monate später etwas gefunden wurde. Das Monate, anderthalb Jahre fast. Wrack. Am 29. Juli 2015 wurde auf der kleinen Insel Reunion auf der anderen Seite des Indischen Ozeans ein 2 Meter langes Bauteil eines Flugzeuges gefunden. Und bei genauerer Untersuchung konnte dieses Bauteil dank Seriennummern genau und exakt Flug MH370 zugeordnet werden. Und obwohl diese Insel knapp 4000 Kilometer vom eigentlichen Suchgebiet entfernt war, zeigten Simulationen, dass die Trümmer des Flugzeuges durch Strömung tatsächlich dort angespült worden sein könnten. Es gab also okay, Strömi-Vibes. Allererste Mal jetzt einen echten Beweis, dass Flug MH370 wirklich im Indischen Ozean abgestürzt ist. Bei weiteren Suchen an Stränden und Küsten wurden mindestens 27 weitere Gegenstände gefunden, die zum Flugzeug gehören könnten. Und die Suche nach dem Wrack sollte sich noch über Monate und das heißt, familienangehörigkeitstechnisch und so. Ich hoffe mal, er geht noch auf die Menschen ein, die da auf dem Flug drauf waren, beziehungsweise auch, ob sich irgendwelche Leute bei irgendwem gemeldet haben oder nicht, weißt du, wie ich meine? Oder ob die wenigstens versucht haben, die Familien zu kontaktieren und so. Also das würde mich jetzt am meisten
Das würde mich jetzt am meisten interessieren gerade. Sehr erschreckend. Bis sie schließlich 2017 eingestellt wurde. Und ohne das Wrack konnte auch niemand wirklich sagen, was jetzt wirklich mit dem Flugzeug passiert ist oder warum es wirklich abgestürzt ist. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht auch zahlreiche Theorien gibt. Was ist im Flugzeug passiert? Das ist die Frage, die sich seit Jahren alle stellen. Gab es vielleicht technische Fehler? Ist ein Feuer ausgebrochen? Wurde das Flugzeug vielleicht sogar entführt? Oder war es Versagen des Piloten? Am Tag des Verschwindens des Flugzeuges erregten beim Boarding zwei Passagiere den Verdacht, vielleicht das Flugzeug mit gefälschten Pässen bestiegen zu haben. Das ließ natürlich sofort den Verdacht einer Entführung aufkommen, jedoch konnten die Ermittler zwischen den Verdächtigen und zum Beispiel terroristischen Organisationen keine Verbindung herstellen. Stattdessen fanden sie heraus, dass sie wahrscheinlich mit gefälschten Pässen gereist sind, weil sie Asyl suchten. Eine weitere Theorie war ein plötzlicher Druckverlust im Flugzeug. Falls dieser Druckverlust so schnell war, dass die Piloten nicht rechtzeitig reagieren konnten und das Sicherheitssystem aus irgendeinem Grund nicht schnell genug reagiert hatte, könnte es sein, dass die Piloten bewusstlos geworden sind und das Flugzeug dann weiter nur mit Autopilot geflogen ist, bis eben der Tank leer war. Das einzige Problem an dieser Theorie ist, dass der Warum ist der dann umgedreht? Autopilot nicht fähig ist, diese starke Linksdrehung am Anfang durchzuführen. Dachte ich mir. Das heißt, entweder die Piloten sind erst danach bewusstlos geworden oder das Flugzeug befand sich die ganze Zeit unter manueller Kontrolle. Abgesehen von den 239 Personen hatte das Flugzeug natürlich auch Fracht an Bord, zwar 11 Tonnen. Auf dem Flugmanifest waren unter anderem eine große Ladung von Lithium-Ionen-Batterien aufgeführt, was einige zu der Vermutung gebracht hat, dass vielleicht im Flugzeug ein Feuer ausgebrochen ist. Und viele der Dinge, die bei Flug MH73 passiert sind, könnten tatsächlich eine direkte Konsequenz von einem Feuer sein. Der plötzliche Verlust der Kommunikation und Radarfähigkeit sowie die plötzliche Wendung, um eine Notlandung im nächsten Flughafen durchzuführen. Nur wurde nie so ein Versuch gemacht. Das Flugzeug ist einfach weitergeflogen und blieb dann noch 6 Stunden in der Luft, was wieder gegen ein Feuer an Bord spricht. Es gab jedoch noch eine neue Spur, und zwar beim Piloten. Er ist auf der Insel Penang groß geworden, was einige zu den Spekulationen veranlasst hat, dass der Pilot bei der zweiten Wende des Flugzeugs südwestlich von Penang einen letzten Blick auf seine Heimatstadt werfen wollte. Im Juli 2014 wurde bei einer Sonderuntersuchung im Haus des Piloten aber noch etwas anderes gefunden. Ein Flugsimulator. Und aus den abgespeicherten Daten in diesem Flugsimulatorsystem ergaben sich 7 Wegpunkte. 2 in Kuala Lumpur, 2 in der Straße von Malakka, einer in der Bucht von Bengalen und 2 im südlichen Indischen Ozean. Und diese Koordinaten könnten tatsächlich eine Trainingsflugstrecke ergeben, die direkt im südlichen Indischen Ozean endet. Genau dort, wo das Flugzeug vermutlich abgestürzt war. Hatte der Pilot also das Flugzeug mit Vorsatz vom Kurs abgebracht? Wenn man die Flugroute aus dem Simulator mit der rekonstruierten Route vom Flug MH73 vergleicht, haben diese schon gewisse Ähnlichkeiten. Ist das also der Beweis, der das mysteriöse Verschwinden erklärt? Nicht ganz. Diese Daten wurden nämlich aus einer Detailrekonstruiert, die knapp einen Monat vor dem Vorfall von dem Simulationssystem automatisch erstellt und abgespeichert worden war. Es ist jedoch nicht klar, ob diese Wegpunkte überhaupt aus einer Flugsimulationssitzung stammen. Das heißt, es ist möglicherweise nicht korrekt, diese Punkte einfach zu verbinden und als Flugroute darzustellen. Und auch die forensischen Untersuchungen kamen zu dem Schluss, dass keiner der erfassten Aktivitäten am Flugsimulator auf vorsätzliches Handeln hinweist. Und selbst wenn der Pilot das Flugzeug vorsätzlich im Indischen Ozean abstürzen lassen wollte, wäre sein Motiv noch ein viel größeres Rätsel gewesen. Denn Zahir Ahmad Zah war 53 Jahre alt, verheiratet und hatte 3 Kinder. Außerdem hatte er mehr als 18.000 Flugstunden, eine makellose Bilanz und weder finanzielle, mentale noch soziale Probleme. Und auch seine monatlichen Ausgaben und Kontobewegungen und Aktivitäten vor dem Verschwinden waren nicht verdächtig. Und auch bei genauerer Untersuchung des Co-Piloten konnte nichts Verdächtiges festgestellt werden. Der offizielle Abschlussbericht, der 2018 von der malaysischen Regierung veröffentlicht wurde, konnte weder den Verlust noch die Umleitung vom Flug MH370 auf eine Fehlfunktion zurückführen. Stattdessen wird Crazy, Bro.
Crazy, höre ich zum ersten Mal von diesem Flug MH370. Angenommen, dass jemand die Systeme des Flugzeugs manuell manipuliert hat. So glauben die Ermittler zum Beispiel, dass die Satellitenkommunikation durch einen geplanten langanhaltenden Stromausfall absichtlich manipuliert wurde. Ebenso wird angenommen, dass die plötzlichen Änderungen des Kurses auf manuelle Eingaben zurückzuführen sind. Aufgrund von begrenzten Beweisen wird in diesem Bericht aber nicht ein einziges Mal die Möglichkeit einer Entführung erwähnt. Sowohl die malaysische als auch die australische Regierung sind sich einig, dass Flug MH370 im südlichen Indischen Ozean abgestürzt ist. Jedoch lässt sich die Ursache ohne ein Wrack nicht feststellen. Und nach Jahren der Ermittlungen und über 200 Millionen Dollar Suchkosten kommt der Bericht zu keiner wirklichen Erkenntnis oder abschließenden Schlussfolgerung. Der Standort des Wracks bleibt bis heute unbekannt und es scheint so, als würde das Verschwinden von Flug MH370 für immer ein Mysterium bleiben. Bis zum nächsten Video. Geil. Korrekt auf jeden Fall. Ey, ich habe mich mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt. Wirklich, noch nie gehört. Triggerwarnung. MH370, trigger it out, man. Fand ich sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Wer von euch hat von dem ganzen Thema schon mal gehört? Was ist denn das für ein Kanal eigentlich, der Marius? Bist du ein kleiner Querdenker oder was, Junge? Hm? Bist du so ein kleiner Theoretiker? Aha, man sieht schon hier, Aliens beobachten uns. Okay, antike Mysterien. Heute ungelöst, na, da sind wir doch. Bist ja einer von denen. Einmal Aluhut in den Chat, meine lieben Freunde, ja? Kleiner Querdenker, ja. Ihr seid doch die Querdenker, oder? Oder? Geiler Typ auf jeden Fall. Schaut's gehen raus an Marius. Gutes Video. Cooler Hinweis auf jeden Fall. Mein Wolfgang Eggert hat was dazu gemacht. Die Eggy-Vibes, oder was? Warte mal kurz. Survive hat hier noch was geschrieben. Was bis heute kaum jemand weiß, an Bord der MH370 sind Mitarbeiter der US-Firma Freescale Semiconductor Limited. Sie sind Softwareentwickler. Vier von ihnen haben ein Patent entwickelt. Eine 1,9 mal 2 Millimeter große Drohne. Kleiner als eine Fliege. Die fast überall unbemerkt eindringen, Fahrzeuge fernsteuern und auch Seuchen verbreiten kann, eine Weltneuheit entwickelt, um die Kriegsführung zu revolutionieren und ihre Produzenten Milliardengewinne zu bescheren. 3 Tage nach dem Verschwinden des Flugzeuges wird ein Patent für die Drohne angemeldet. Inhaber sind die 4 Erfinder und die Firma Freescale. Woher weißt du das, Bro? Also, bist du dir da sicher? Bist du dir da safe? Oder ist das auch einfach nur irgendeine Theorie, Brudi? Ist auf jeden Fall eine krasse Information an der Stelle.